Hallo und herzlich willkommen heute bei der neuen Daily Challenge hier bei Rayman Legends. Ja, ein kleiner persönlicher Rekord ist mir gelungen. Ich konnte die 2-Kilometer-Grenze schlagen. Eigentlich hätten 1147 gereicht. Aber ja, 2 Kilometer ist aber schön. Also ich zeige euch aber noch schnell einen Versuch da davor. Der war gerade von heute Morgen und ich wollte euch eigentlich ganz kurz zeigen, wie man hier schön durchkommt. Ihr seht, ich springe relativ schnell hier durch. Liegt einfach daran, heute ist das große Quetschen. Von überall wird gequetscht, aber ja, die ersten 250 Meter ist es eigentlich sehr, sehr schwierig zum Sterben. Man kann eigentlich immer sehr, sehr schön sich durchhangeln lassen, immer runterfallen, weiter. Ihr seht, ich mache es immer so auf Sicht, immer so ein Bildschirm weiter, damit ich sehe, was kommt als nächstes und lasse mich dann entsprechend durchspringen. Hier auch wieder vom Seil abspringen, eigentlich nichts großartig beachten und hier entsprechend immer auf die Bumper und dann sofort den Propeller aktivieren. So, mich krabbelt so ein bisschen in der Nase. Das ist ein bisschen arg unangenehm, wenn man gerade probiert, hier das Ganze so ein bisschen zum Kommentieren. Hier mache ich jetzt langsam ein bisschen langsam, habe aber allerdings schon auch die 500 Meter Grenze. Hier kommt wieder die nächste Quetschung von der Seite. Hier keine. Allerdings die Looms hauen ab, aber die ignorieren wir einfach. Beim endlosen Abgrund ist es eh eigentlich egal, die Looms sind komplett egal. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Klar, die Augen können wir natürlich hinten noch in den Schweifen. Nur dieser etwas dunklere Korpus, den sollten wir natürlich nicht berühren. So, hier einmal durch. Hier schon die nächste Quetschung. Zack, lassen wir uns schön durchziehen. Hier kommt irgendwie gar nichts, habe ich mich sehr gewundert. Und hier kommen dann dafür die nächsten Quetscher von oben. Ja, also heute ist es wirklich sehr, sehr einfach. Die 1100 Meter Grenze hat es allerdings dann wieder ein bisschen in sich. Das werde ich euch aber gleich dann nochmal ganz kurz zeigen, worauf ihr darauf achten solltet. So, hier nochmal die nächste Quetschung. Wir sind kurz vor 900 Meter. Hier wieder auf den Bumper. Schön wieder Propeller aktivieren, dann kommen wir hier auch schön durch. Hier wieder so ein holländisches Windrad. Und ja, hier nochmal ganz vorsichtig durch. Schön die Lums nehme ich noch mit. Dafür hier wieder die nächste Quetschung, die kommen wieder nach unten. So, sind aber allerdings auch, die kommen irgendwie jedes Mal, wenn wir hier drin sind. Und ja, hier sollten wir ausnahmsweise uns mal an den Looms orientieren, weil die sagen uns die optimale Grenze. Auch hier wieder so kurz wie möglich über den Teilen drüber. So, und hier ganz kurz nur drauf, gleich wieder runter. Und jetzt werdet ihr gleich merken, warum das heute die Goldgrenze ist. Hier sofort einen Propeller wieder aktivieren, weil wenn man zu lang braucht, dann haut es einen hier vollkommen rein. Man kann ihn auch schon früher aktivieren, also mich hätte es auch fast erwischt. Aber ja, wenn wir das geschafft haben, dann ist es eigentlich nicht mehr großartig schwierig, jetzt hier weiter zu kommen. Das wird wieder ein bisschen einfacher. Ihr wisst hier diese Daumenwindung, da kommt man eigentlich auch recht leicht durch. Hier wieder das Windrad, optimaler Punkt raussuchen, dann kann man schön dran an der Seite vorbeiflitzen. Muss man sich dann nicht großartig anstrengen. Hier, wenn wir das hier sehen, wissen wir auch, auf der linken Seite, die Stacheln können nur eins bedeuten. Hier kommen wieder unsere beliebten Schwinger. Hier wieder ganz vorsichtig nach oben. Und ja, dann hier einmal kurz weiter. Alle schön einsammeln. Und dann haben wir das auch schön geschafft. So, hier noch ganz vorsichtig durchgehen. Ganz vorsichtig. Okay, perfekt. Augen kommen, deswegen mache ich ein bisschen schneller. Allerdings da unten kommen irgendwie keine, deswegen hier wieder am Rad vorbei. Hier außen sein und immer durch so kleine Hüftbewegungen. Ihr seht, wie ich den Controller da dafür nehme. Damit kommt man eigentlich sehr, sehr gut durch, gerade durch diese Winde, weil man dann halt eben immer eine schöne Geschwindigkeit bekommt. Hier wieder ganz knapp daneben, wieder direkt runter. Und jetzt kommen öfters mal hier diese Bumper. Werdet ihr auch merken, die werden langsam dann irgendwie nervig, aber sind natürlich eine schöne Möglichkeit, wie wir hier ordentlich nochmal weg zurücklegen können. Hier wieder auch so kurz wie möglich auf den Seilen bleiben. Hier hat es einen schon verspult am Rand. Klar, ist nicht einfach, braucht man ein paar Mal zum Üben. Aber jetzt, nach einem halben Jahr hier im Training, ist es eigentlich auch kein großartiges Problem mehr. So, hier vorsichtig durch. Jetzt wieder Binde auf den Bumper, kennen wir schon alles. Drauf gleich wieder Propeller aktivieren, dann sind wir safe. Hier wieder das holländische Rad, kommen wir durch. Gleicher Bumper nochmal, kennen wir schon, langweilig. Und wieder der nächste Bumper, langweilig. Kurz aktivieren, da ist es auch wieder sehr, sehr wichtig. Oben nehme ich ganz eng, ignoriere die ersten Lumps
So, hier wieder wenig Zeit drauf bleiben, gleich wieder runter. Können wir mitnehmen, müssen wir allerdings nicht. Das war mein zweiter Versuch heute, deswegen wusste ich noch nicht, was auf mich zukommt. Allerdings hier, wenn wir die blauen sehen, dann heißt natürlich wieder ein bisschen Speed nehmen. Und erste kurz, zweiter lang und der letzte zu spät. Die Regel habe ich eigentlich auch schon öfters angemerkt. Hier, oh, boah, pff, das war knapp. Da hätte sie mich eigentlich auch erwischen können. Aber stattdessen trifft sie mich dann schön nicht hier. Na, ich dachte, der wäre es gewesen. Ja, hier auch wieder kleiner Sprung, großer Sprung, zu später Sprung. Dann kommen wir da schön drüber. So, nächstes. Jetzt kommt wieder unser Lieblingswindrad, das Doppelte. Kennen wir schon. Ich lasse mir viel Zeit hier drauf. Und komme sogar schön durch. Passt perfekt. Hier ist das nächste Windrad. Ich bin ganz vorsichtig. Komm durch. Lass mich weiter. Und jetzt bin ich leider zu spät. Mist. Kannte ich bisher noch nicht. Aber heute möchte ich die 2-Kilometer-Regel oder die 2-Kilometer-Grenze schlagen. Das werde ich jetzt gleich nochmal eine Runde machen. Aber lassen wir uns erstmal schauen, welchen Platz wir haben. Platz 5 von 126, das heißt Top 4%, können wir eigentlich lassen. Ist eine schöne Platzierung. Auch Platz 5 hier. Und die Nations sind jetzt bei 2061. Aber ich denke, bei so vielen Deutschen jetzt hier vorne, da wird sich nochmal einiges tun. Aber lassen wir uns nochmal ganz kurz jetzt hier reinschauen, wie es dann gleich weitergeht. So, schauen wir uns das Ganze nochmal hier an. Wir sind jetzt hier gerade nochmal kurz vor unserem doppelholländischen Rad. Ich mache es ganz vorsichtig, schlängel mich hier schön durch, lass mich schön durchtreiben. Und ja, dann geht's gleich weiter zum nächsten. Hier auch wieder ganz vorsichtig durch. Ich probiere den richtigen Zeitpunkt zu verwischen. Ja, mich hat es schon mal einmal direkt, weil ich direkt am Ende war. Hier jetzt ganz schnell, der letzte muss man sogar noch einmal drüber springen. Hier bin ich jetzt sehr vorsichtig, habe schon die 2000 Meter. Hier ganz, wenn möglich, immer ganz am Rand erwischen. Dann passt es perfekt immer durch. Ihr seht es hier ganz vorsichtig durch. Da sehe ich schon unten den Bomber. Und benutze einfach den hier mit. Hier auch wieder ganz links. Dann kann man sich schön durchtreiben lassen. Hier auch nochmal ganz vorsichtig. Und zack. Kommen wir schön durch. Sind 2100 Meter. Es wird immer. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ihr seht, jetzt spiele ich auf einmal ganz vorsichtig. Und der Bumper scheint sehr, sehr gemein zu sein. Und ja. Der bricht mir dann auch das Genick. Ich überlege, was ich hier hätte machen sollen. Hätte ich durchfliegen sollen am Bumper vorbei. Oder hätte ich, ja, ich habe es probiert mit einem Schlag, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Wahrscheinlich hätte man nach unten fallen müssen, aber da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann, ciao, ciao.